Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Link zum Fire Tablet selbst natürlich in der Videobeschreibung. Heute geht es um dieses Messer, das Boecker Pocket Kukri. Kukri oder wie auch immer. Einfach nur, ja, ein Wahnsinnsding von Klappmesser. Kein Springmesser, es ist ein Zweihandmesser. Darf man es legal mitnehmen? Meine Frage an euch, weil die Klinge ist schon ziemlich mächtig. Kostet 26,83 €. 15 Stück gibt es auch, also keine Hetze. Klingenlänge 11,8 cm, also ich glaube, das ist zu viel. Ja. Klingenmaterial, Griffmaterial G10, Klingenmaterial 44er Stahl und das Messer wiegt 223 Gramm, also das ist wirklich ein Wahnsinnsding. Made in Volksrepublik China. Ja. Genau, die Bewertungen sind etwas gemischt, aber meistens positiv. Na, ja, könnt ihr euch dann nochmal durchlesen, wenn ihr den Artikel über den Link in der Videobeschreibung aufruft. Ja, und hier ist das gute Stück, welches ich jetzt einfach mal auspacken werde. Wie ihr schon seht, meine Fresse, Alter, gut, gibt es hier nicht die klassische Boecker Geschenkverpackung, da dieses Messer um einiges größer ist als die meisten anderen von Boecker. Feinstes Essen, feinste Anleitung. Ja. Und dann ist noch eine Folie drum. Also das ist das Messer. Die Bohrungen der Löcher im Griff des G10 sind relativ vernachlässigt wurden, also hier hätte man nochmal ein bisschen ausputzen und polieren können, deswegen sieht das so aus, als wäre das schmutzig, ist aber normal, wenn man zum Beispiel Kohlefaser durchsägt, sieht das auch so weiß aus. Ja, sieht nur ein bisschen komisch aus, also das kann man im Nachhinein mit etwas Öl etc. Oder irgendwas anderem nochmal putzen, dann sieht das genauso schwarz aus wie der Griff, sonst wirkt es etwas seltsam. Ja, ist zusammengesetzt mit diesen drei Schrauben. Und ja, sehr einfach gemacht. Wenn ihr wirklich mal guckt, wie groß das ist. Ich habe hier das Walter P99 Messer, welches wirklich schon riesig ist und das wird natürlich nochmal überragt hier. Ja, also wenn ihr das euch zulegen wollt, dann müsst ihr wirklich ein Riesenmesser haben wollen. Ja. Das ist es jedenfalls, ihr seht den Griff. Das ist wirklich mächtig. So öffnet man es, beziehungsweise hier mit einer Hand bekommt man es auf, aber wie ihr seht, relativ unpraktisch. Ja. Seht euch dieses Teil an, ey. Sieht richtig krank aus. Also für mich ist das eine richtige Taschenmachete. Nur mal zum Vergleich, das P99 von Walter, welches wirklich schon sehr groß ist. Einfach krank. Ja, und ihr seht auch schon die Klinge. Ist etwas für sich. Also, es soll jetzt nicht negativ angehaucht klingen, sondern es ist wirklich was ganz Eigenes. Heftiges Teil. Oh. Ich habe sehr große Hände, also wirklich ziemlich große Hände. Liegt gut in diesen Händen, weil es so groß ist. Und ja, wenn man es dann in der Hand hält, kann man gut damit hacken oder ähnliches. Gut durchziehen, wenn man es ordentlich geschärft hat. Aber es ist auch spitz zugleich. Die Klinge ist relativ dick. Aber nur hinten, weil die Klinge relativ hoch ist, also oder breit, wie auch immer man es jetzt so nennt, ist das egal, denn ab etwa der Hälfte der Klinge geht dann der Schliff los und hier vorne ist es ziemlich dünn, also kann man damit auch relativ filigran schneiden. So, natürlich habe ich es nicht nachgeschärft, habe es jetzt so, wie es geliefert wurde von Amazon, gleich ausgepackt. Gucken wir mal, wie das dieses Papier schneidet. Richtig? Ja, so. Es ist scharf, aber durch diesen seltsame Klingenform gelingt es mir nicht so einfach, das hier zu schneiden. Also wenn ich zum Beispiel so nehme, dann geht das auch problemlos durch. Ist ein bisschen unpraktisch, sowas damit zu schneiden. Aber wie ihr seht, ist es wirklich ziemlich scharf. Und man kann es ja definitiv noch nachschärfen. Ich denke, ich kann es euch besser demonstrieren, indem ich mir einfach hier diesen Schuhkarton vergewaltige.
springt super ein. Und durch diese Form kann man damit richtig gut sowas durchziehen. Also ich nehme das, das bleibt dann ein bisschen hängen, wegen dieser Klinge, weil die so bauchig. Aua! Ich bin so ein Spast. Jetzt habe ich mir ein kleines Stück Haut abgeschnitten. Ei! Au! Ja, was soll's. Super durch und dann kann man einfach nur brachiale Gewalt damit anwenden, weil es auch so gut in der Hand liegt. Also ich weiß nicht, was ihr damit schneiden wollt, aber wenn ich zum Beispiel so nehme. Okay, das war jetzt eine doofe Aktion, aber dafür ist es ja schön spitz. Man hat richtig eine Gewalt und kann definitiv auch ja, dickere Sachen damit schneiden. Es ist jetzt nicht wirklich ein sehr filigranes Taschenmesser, ganz im Gegenteil. Natürlich wird das, das fragen mich immer viele von euch, die sich die Messer kaufen. Hey Max, ich habe das ausgeklappt und krieg's nicht wieder rein. Mensch Leute, das muss man doch wissen. Das ist ein Liner-Lock-Verschluss. Also ist das Ding hier, nach links zu drücken, also runter zu drücken. Jetzt stellt die Klinge fest. Jetzt drückt man es nach links. Das geht wieder einzuklappen. Aufzuwerfen. Naja, geht's nicht wirklich. Also nur ein bisschen. Es ist ein Zweihandmesser. Ein sehr mächtiges, aber auch sehr schönes. Es ist wirklich was ganz Besonderes. Also was für sich. Wegen der Riesengröße, wegen dieser besonderen Klingenform. Aber ich mag es sehr. Gerade für mächtige Arbeiten, wenn man vielleicht auch was hacken muss, ein richtiges Seil oder dünne Äste etc. Ja, ist ein cooles Ding. Man kann sich damit auch super eine Schnitte schmieren oder ja, sein Steak schneiden. War mal was ganz anderes. Hat sich jetzt niemand gewünscht, aber das wollte ich mal vorstellen, weil ich auch mal ein Video gesehen habe von einem amerikanischen YouTuber. Und ja, ist einmal was ganz anderes. Würde ich es weiterempfehlen? Ja, wenn man genau weiß, auf was man sich einlässt. Das soll jetzt nicht negativ angehaucht klingen. Es ist einfach wirklich was sehr Spezielles. Danke fürs Anschauen dieses Videos und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Euer Max Herzberg.